Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Super Meat Boy. Ja, in Welt 2 haben wir hier 94% und ich habe mal kurz nachgesehen. Und in dem Level 5 müsste noch eine Warp Zone versteckt sein. Die Frage ist natürlich nur, wo... Moment. Habe ich hier oben... Ach, hier oben ist die. Okay. Und bei mir geht gerade draußen die Welt unter. Wenn es denn Spaß macht. Moment, das war doch hier anders. So, einmal hier lang, einmal hier lang. Einmal... Nein! Oh, ich möchte doch nur die Warp Zone haben. Na, so wird es definitiv nichts. So, jetzt aber. Moment, einmal hier hoch. Nein. Hier hoch. Wieso? Wieso geht er jetzt nicht mehr so hoch? Ab und zu geht es, ab und zu nicht. Nö, so auch nicht. Jawohl. Einmal hier hoch und hier rüber. Nein, reicht nicht. Okay, dann muss ich doch mit dem zweiten Ventilator nach oben und dann nach links runter. Ja. Jawohl, geht doch. Und einmal hier hoch und hier rüber. Nein, aber das... wäre ja zu einfach gewesen. Nein. Oh, ich hoffe, die Warpzone bleibt... Okay, hat sich eh erledigt. So, hier lang und... Ja. Ja. So, hier hoch bitte. Dankeschön. Und hier rüber. Und jetzt hier nach unten und die Warp Zone mitnehmen. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie lange ich hier die 100% halten kann. Denn ich bin mir nicht sicher. Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich das Game zu 100% zocken werde. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Keine Ahnung. Wieso nehme ich hier eigentlich immer nur so wenig Steine weg? Kann mir das bitte mal jemand verraten? So, einmal hier rüber. Und... So, wie komme ich jetzt an das Pflaster? Einmal hier rüber. Na, oh, da wär's nicht... Das hätte ich doch schaffen können. Weiter geht's. So, na komm. Lass mich diese Warp Zone noch abschließen. Und rüber. Okay, also ich muss da wirklich nochmal zurückspringen. Einmal hier alles rot färben. Und jetzt habe ich hier wieder einen stehen lassen. Mag mir immer nicht so gefallen. Und rüber. Und nach oben. Dann ebenso. Jawohl. Geht doch. So, erste Bandage. Normalerweise müsste jetzt noch eine kommen. Einmal hier raus. Oh, der war knapp. Der war sowas von knapp. Okay. Wow. Den habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. Oh, jawohl. Und jetzt hier rüber. Nein, oh, ich mag nicht nochmal alles machen. Das Level stinkt. Jawohl. Und rüber. So, jetzt hier nach unten. Bandage. Hoch. Hoch. Jawohl. Dankeschön. You unlocked 8-Bit Meat Boy. Ja, das heißt, wir haben jetzt das Hospital auch zu 100% abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir gucken doch mal in Welt 3. Die Salzfabrik. Ah. Wenn ich überlege, wir haben ja hier 6 normale Welten. Und dann kommt, glaube ich, noch Welt 7. Müsste dann hier,
ja quasi die pinke Welt sein, wo wir mit Bandage Girl spielen. Ich bin ja mal gespannt. So. The Factory. So, und wir fangen doch auch gleich mal mit Level 1 an. Wir spielen mit Meat Boy. Ich könnte eigentlich auch mal mit dem 8-Bit Meat Boy spielen. Mal kurz hier zurechtfinden. Hier links war nichts. Einmal hier drüber. Oh Gott. Wie einfach der Level doch ist. Oh Mann, weiter geht's. So, Moment mal, haben wir hier unten irgendwas? Es war ja klar, ein Pflaster. Und wie soll ich denn hier bitte hochkommen? Ja. Jawohl. Oh. Nein, nein, nein. Da wär's gewesen. Ah, oh, so ein Mist, ey. Jawohl. Nein. Meat Boy, du hasst mich einfach. Na. Er wollte nicht in diese Lücke. Und ich weiß nicht warum. Ich habe ihm nichts getan. So, hier rüber. Nein. Ein kleiner Sprung nach oben. Das wäre es jetzt gewesen, aber er wollte nicht. So, hier hoch. Rüber, rüber, rüber. Nein. Oh, jetzt komme ich nicht mal mehr hier hoch. Und hoch und hoch. Und rüber. Hoch, 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 hoch. Jawohl. Einmal hier hoch. Und hier rüber. Oh, oh, oh. Da habe ich mich schon sterben sehen. So, und das Ganze jetzt nochmal in A+. Nochmal bitte. Nein. Dann hier hoch. Hier rüber. Und hier. Jawohl. Kein A+. Wie? Wo soll ich denn hier bitte noch mehr Zeit rausholen? Hier vielleicht. Nein. Hier rüber. Jetzt. Oh, A+. Dankeschön. So, nächstes Level. Jawohl. So, hier rüber. Hier rüber. Fleisch und Salz passt einfach nicht zusammen. Nein. Oh, ich drücke hier jedes Mal zu weit nach links, weil ich hier Angst habe, in die komische Salzkacke zu fliegen. Hier rüber und hier rüber. Na. Salz ist nicht gut für Meat Boy. Er kann es nicht leiden. So, hier rüber und hier durch und hier drunter her. Hallo Bandage Girl. Kein A+. Kein A+. Okay, dann das Ganze ein wenig schneller. Und zurück. Und zurück das Ganze. Kommando zurück. Nein. Oh Gott. Diese A+, was habe ich mir da eigentlich nur angetan? Okay, wie gesagt, ich hab ja schon mal angemerkt. Ich habe nie gesagt, ein 100%... Prozent. Oh, ich habe jetzt schon wieder meine Prozents. Einen 100% Run zu machen. Ja, spring doch. Und ich weiß auch, wie gesagt, nicht, ob ich es machen werde. Bevor ich hier wirklich zum Schluss, was weiß ich, keine Ahnung, eine Viertelstunde an einem Pflaster hänge oder so. Keine Ahnung. So, hier haben wir das A+. Und weiter geht's. Haha, ja, genau. Und rüber und rüber. Wie soll ich denn bitte an das Pflaster kommen? Nee, da brauche ich einen anderen Charakter. Und ich glaube auch schon welchen. Komm, töt mich mal. So, hier rüber und hier hoch und rüber. Nein, oh.
da springe ich doch Eis. Komm, töte mich mal. Töte mich, du Säge des Grauens. So, einmal hier runter. Nein, da war ich zu langsam. Töte mich. Ich war schon wieder zu langsam. Was mache ich denn jetzt im Moment gerade? Ich springe. Ich muss doch hier hin, hierüber, hierüber. Hierüber. Und hier nach unten. Und hier nach unten. Und zu Bandage Girl. A plus. So. Dann möchte ich das Ganze nochmal spielen. Kurz den Charakter wechseln. Wir haben hier doch Joseph, oder? Und Joseph, genau. Oh Gott, ist der bescheiden zum Steuern. Nein. Okay. Zum Pflaster fallen lassen. Und ich kann mir hier jetzt auch ja Zeit lassen. Oh Gott, du gibst komische Geräusche von dir, Joseph. Na komm. Jawohl. So, jetzt hier noch runter. Du alte Blechbüchse. Na klar, jetzt laufe ich in die Säge. Nein. Oh Gott, ab und zu ist der echt bescheiden zum Steuern. Genau deshalb. So, einmal hier. Und nein, jetzt. Und runter. Und runter. Und zu Bandage Girl. Und sogar noch mit A+. So, nächstes Level. Switch Character. Meat Boy. Ich sehe hier eine Warp Zone. Ach so, hier ist ein Schloss. Okay. Dann bitte einmal in den Tod. So, hier nach oben und hier rein. Und hier nach oben. Wo ist denn hier der Schlüssel? Bin ich jetzt blind? Okay, die Warp-Zone ist schon mal weg. Und hier nach oben. Hier ist kein Schlüssel. Und hier nach oben. Wo ist der Schlüssel? Ich sehe den Schlüssel nicht. Ja, hallo? Hallo, Schlüssel? So, hier oben ist auch nichts. Nein! Aber, will mich das Spiel gerade hier verarschen? Aber so richtig, glaube ich. Oder ich bin jetzt wirklich so blind? Nein! So, hier lang... So, hier hoch. Kein Schlüssel. Oh Gott, wieso falle ich denn jetzt die ganze Zeit hier nach unten, ne? So, hier nach oben. Und... Na, ich finde den Schlüssel nicht. So, hier nach oben. Kein Schlüssel. Irgendwie. Komisch. Echt komisch. Wo könnte dieser Schlüssel sein? Ich sehe den Schlüssel nicht. Okay. Nächstes Level. Nächstes Level. Salz. Hier hoch. Hier hoch. Jawohl. Kein A+. Ach komm. Darf ich doch wirklich mal gucken, wo dieser blöde Schlüssel ist? So, da ist das A+. So, und ich möchte bitte einmal zurück zur Map. Denn ich werde hier wieder mal eine kleine Aufnahmepause machen und ich hoffe, der Part hat euch soweit gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge von Super Meat Boy.